Meine sehr verehrten Damen und Herren, grüße Sie sehr herzlich hier auf dem Technologie- und Energieforum und stelle mich kurz vor. Mein Name ist Andreas Lücke, ich bin Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie. Der BDH hat seinen Namen geändert und sich auf seine alten Wurzeln wieder besonnen, denn wir hießen früher schon mal Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, bis aber dann jemand oder mehrere, ich sag mal, technologiegetriebenen Herren im Vorstand der Meinung waren, man müsste unseren Namen auf Bundesindustrieverband Hausenergie und Umwelttechnik ändern. Das konnte aber keiner aussprechen und deswegen sind wir wieder umbenannt, also alle diejenigen, die sich mit dem BDH hin und wieder mal befassen oder auch mit uns Beziehungen unterhalten. Dieser Name, der hier steht, ist heute gültig. Mein Thema ist die deutsche Heizungsindustrie auf dem Weltmarkt. Ich möchte Sie ein bisschen informieren über die aktuellen Trends, auch was die Thematik Energieeffizienz, Klimaschutz und Ähnliches in anderen Kernländern dieser Welt anbelangt. Naturgemäß ist die deutsche Heizungsindustrie dort unterwegs, wo im Wesentlichen die Kälte vorherrscht. Wir sind also weniger unterwegs in Afrika, Mittlerer Nahe Osten oder auch in den nördlichen Teilen Südamerikas. Also unsere Hauptkonzentration liegt natürlich auf Europa, auf Südostasien, auf China, Russland, natürlich auch Kasachstan, Ukraine und Nordamerika. Zunächst ein paar einleitende Worte zum Verband selbst. Wir haben einen Umsatz von ca. 13 Milliarden Euro in 2014 ermittelt. In Deutschland repräsentieren wir 90% des heizungsindustriellen Umsatzes. Man könnte auch sagen, in unserer Organisation sind praktisch alle nennenswerten Hersteller vertreten. Insgesamt sind dies 103 Hersteller mit Umsätzen, die liegen zwischen 3 Millionen und 3 Milliarden Euro, Faktor 1000. Logischerweise sind es die Vollsortimenter, die diesen Verband sehr stark steuern, wie zum Beispiel Stiebel Eltron oder Fissmann Weiland, Brötche, Weishaupt, Bosch und Siemens Building Technologies und ähnliche. Aber es gibt eben auch eine große Vielzahl von OEM-Lieferanten oder wie ich sie nenne, Experten, das heißt also Unternehmen, die sich nur auf eine Wärmeerzeugergruppe konzentriert haben, also Holzfeuerungen oder Wärmepumpen solo. Oder aber auch die Thematik der Verteilung und der Wärmeübergabe. Die Produktpalette reicht über alle Produkte, die ein heiztechnisches System bilden. Und ich erwähnte es gerade, das ist nicht nur der Wärmeerzeuger, sondern sind alle Teile des hydraulischen Systems. Die Leistungen gehen von 7 Kilowatt, also kleine Leistungen im Gasbereich, bis zu knapp 40 Megawatt. Das heißt also auch die Prozesswärme findet hier in unserem Verband statt. Und wenn Sie Unternehmen sehen, wie zum Beispiel Bosch, Industriekessel oder auch Fissmann oder auch Weishaupt oder auch Sake, dann sind dies Unternehmen, die im feuerungstechnischen Bereich bis eben, wie gesagt, 40 Megawatt, also vor allen Dingen ist das mal Dampferzeugung und ähnliches, unterwegs sind. Übrigens auch mit einem extrem hohen Anteil im Ausland. Lassen Sie mich kurz einiges sagen zu dem Kernmarkt unserer Industrie, natürlich Europa. Und in Europa hat man Klimaschutzziele formuliert und auch Energieeffizienzziele, die man durchaus als ambitioniert betrachten kann. Sie können sich noch erinnern, vor 2 Jahren bzw. auch noch vor einem Jahr hieß es 2020 bis zum Jahr 2020. Das ist verschärft mittlerweile. Bis 2030 möchte man 40% CO2 oder Klimagase mindern, 27% Effizienzsteigerung erreichen und einen 27-prozentigen Anteil von erneuerbaren Energien. Dazu stehen folgende Rahmenbedingungen. Das ist die EPBD, die Energy Performance of Building Directives.
die im Übrigen im nächsten Jahr novelliert wird. Und da denke ich, werden auch nochmal die Anforderungen an die Gebäudehülle zum Beispiel verschärft zu unserem Leidwesen, weil wir das nicht unbedingt für den richtigen Weg halten. Wir werden durchaus eine Absenkung der sogenannten Primärenergiefaktoren sehen für Strom. Denn Sie wissen, dass Strom natürlich einen Primärenergiefaktor von etwa 2,5 bis 3 hat, je nach Land, von dem man gerade redet. Und dadurch, dass eben erneuerbare Energien im Strombereich deutlich gewonnen haben und der Anteil liegt in Deutschland an extrem guten Tagen, also mit viel Sonne und Wind bei 90%, wird dieser Primärenergiefaktor abgesenkt werden. Mit dem Effekt natürlich, dass stromgeführte Systeme im Wärmemarkt einen Vorteil erlangen. Das ist nicht nur gut, denn tatsächlich ist ein Primärenergiefaktor von 2,0 oder 1,8, je nachdem, was Sie einrichten werden, letztendlich bilanziert über das Jahr. Und wir alle wissen, dass so eine Bilanzierung über das Jahr an sich gar nicht möglich ist, denn wir haben bestimmte Tage mit extrem hohem Anteil an Erneuerbaren. Aber wir haben auch einen Tage und Wochen mit einem extrem niedrigen Anteil bis hin zu null Anteil erneuerbarer Energien. Und in diesen Tagen haben wir einen Primärenergiefaktor von 3,0. Das war übrigens heute Gegenstand in allen Blättern mit Rang und Namen in der FAZ und im Handelsblatt und so weiter, dass zum Beispiel die Regierungen in Baden-Württemberg, in Bayern und in Nordrhein-Westfalen unisono gesagt haben, wir müssen vorsichtig sein, dass es nicht zu massiven Stromausfällen kommt, wenn wir eben diese, sagen wir mal, nur diese Bilanzierung über das Jahr betrachten. Sei es wie es sei, die EPBD wird also in die Revision gehen nächstes Jahr. Unser europäischer Verband, in dem wir natürlich ein hohes Sagen haben, wird diese Diskussion begleiten. Die Umsetzung in Deutschland ist ja die Energieeinsparverordnung und die ist bereits ja novelliert worden. Es ist die 2014er, die heute gilt, und in 2016 greifen auch da deutlich niedrige Primärenergiefaktoren. Dann die Energieeffizienzrichtlinie, Energy Efficiency Directive. Sie würde in der Originalfassung und in einer Version die Energiedarbieter in Europa dazu zwingen, 1,5% pro Jahr bei ihrem Kunden einzusparen. In Deutschland im Rahmen des nationalen Effizienzplanes NAPE hat man gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht über Ordnungsrecht gehen, sondern wir wählen die Opt-out-Klausel, die da sagt, auch eine Politik der Anreize kann ja dazu verhelfen, diese Effizienzziele zu erreichen. Also in Deutschland ist die Umsetzung nicht über Ordnungsrecht, sondern über Politik der Anreize. Umso enttäuschender natürlich, dass die steuerlichen Anreize im Moment auf Eis liegen. Ferner die EcoERP-Richtlinie. Da hat Dr. Breimbach, mein Kollege in der Geschäftsführung des BDH, vorhin zu vorgetragen. Brauche ich also nicht nochmal zu erläutern. Ist hier ein Riesenthema auf der Messe. Jeder, der hier rumläuft, kann es sehen. Es werden die Produkte gelabelt und natürlich auch die sogenannten Verbundlabel oder Package-Label angebracht, wenn zum Beispiel ein hybrides System zum Tragen kommt. Renewable Energies for Heating and Cooling, die RES-H, ist eine Verpflichtung, den Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt zu steigern. Die EU setzt sich das Ziel 27%, in Deutschland ist das Ziel, das ist übrigens individuell von Land zu Land verschieden, ist auch richtig so, nur in Anführungsstrichen 14%. Wenn Sie jetzt Norwegen gehört nicht dazu, aber wenn Sie jetzt beispielsweise Österreich nehmen, dann haben die einen Anteil im Bereich der Wärme von heute schon 20% und müssten dann auf 30% gehen. In Deutschland ist es etwas anders, da gehen wir von heute 9,1% bis 2020 auf 14%. So, warum erzähle ich Ihnen das alles? Hat das was mit dem Thema zu tun? Ja, es hat. All das, was Sie hier sehen, so, das ist das Labeling, das hatte gerade Dr. Breimbach gezeigt. Moment, nochmal zurück. Das alles, was Sie sehen an Rahmensetzung, hat natürlich eine enorme Auswirkung auf die Produktpalette, die die deutsche Heizungsindustrie in Europa anbietet. Das hier
dieser Label zum Beispiel, also die Umsetzung von EcoERP, bedeutet nichts anderes, als dass wir in Europa in den nächsten Zeiten nur noch Brennwerttechnik einbauen können. Es ist aber so, dass verschiedene Märkte die Brennwerttechnik bisher überhaupt nicht kannten. Das trifft auf Italien zu, auf Frankreich zu, auf Spanien zu, wo man im Grunde genommen bisher nur Standardheizkessel installiert hat, mit einem Wirkungsgrad, der 20% unter Brennwert liegt. Über dieses EcoERP-System wird aber alles, was unterhalb vom Brennwert ist, irgendwann einmal abgeschnitten. Und das ist der Grund, warum die deutsche Industrie sehr erfolgreich in Europa mit ihrer Brennwerttechnik unterwegs ist. Ich gehe mal ganz kurz über auf die Entwicklung in den Kernmärkten Europas in 2014. Insgesamt ist der Markt in Europa 3% rückläufig. Wir reden über 4 Millionen Wärmeerzeuger. Wobei im Unterschied zu Deutschland, beispielsweise Italien, Spanien, UK, Niederlande, reine Gasmärkte sind. Da gibt es praktisch nur Gas, sonst nichts. Vielleicht noch ein bisschen Strom. In Deutschland ist der Anteil Gas bei etwa 50% Punkten im Wärmemarkt und 30% Heizöl. Der Rest wäre Fernwärme, stromgeführte Systeme. So, Marktentwicklung ist in Europa deutlich rückläufig. In Deutschland 4% minus, Frankreich 5% minus. UK mit einem Riesenmarkt von fast 1,8 Millionen Stück ist nach wie vor im Plus. Wobei die Hälfte dieser, übrigens nur Brennwert, UK ist nur Brennwert erlaubt seit 2005. Die Hälfte dieses Riesenmarktes wird von deutschen Herstellern bedient. Italien 7% plus, das war mal ein Markt von 1,2 Millionen Geräten. Sie sehen daran, dass die Krise extrem eingeschlagen ist im Süden Europas. Und obwohl dort die Gaspreise deutlich noch über unseren ohnehin schon hohen Preisen liegen, ist in Italien im Moment wenig los. Ich kann vielleicht noch anmerken, dass sich das ein Stück weit jetzt relativiert. Wir haben also auch von unseren italienischen Kollegen gehört, dass der Markt im Moment in Italien anzieht und in Spanien ohnehin, die im Übrigen im Immobilienbereich mittlerweile wieder auf Vordermann kommen und jetzt mit einem Wachstum des Bruttosozialproduktes von geschätzt 2,5% in 2015 durchaus auch sich wieder in dem Bereich erholen können. So, dann gehen wir über zu dem Thema außerhalb Europa. Wir haben traditionell einen sehr starken Markt gehabt, muss man sagen, in der Ukraine und haben nach wie vor einen sehr starken Markt in Russland. In der Russischen Föderation gibt es eine Nische der, ich sage mal, anspruchsvollen Heiztechnik, die im Wesentlichen aus Deutschland kommt. Da ist das Made in Germany, also das Markenzeichen, noch von großer Bedeutung. Ganz im Gegensatz zu uns, da schaut man nicht so sehr auf die Marke, weil Heizung oft als Low-Interest-Produkt gilt, ist es in Russland, und ich komme näher noch zu China, ein High-Tech, ein High-Interest-Produkt. Und man mag es, wenn da Made in Germany drauf klebt. Die Bedeutung der Deutschheizungsindustrie in Russland, den schätzen wir auf etwa 10-15% des Marktes. Es gibt keine genauen Statistiken. Natürlich alles gasgeführte Systeme, aber es gibt auch ein Stück weit feste Biomasse. Wärmepumpe, eine ganz kleine Nische. So. Und natürlich große Leistungen, also die Prozesswärme, die industrielle Wärme. Bis hin, vor allen Dingen auch im Moskowiter-Raum, bis hin zur Umstellung von der extrem ineffizienten Fernwärme. 70% sind die Verluste im Fernwärmenetz von Moskau, 70%. In Deutschland ist es auch hoch, aber lange nicht so hoch. Ist im Wesentlichen auch ein Ergebnis des desolaten Zustandes von Isolationen und Verteilsystemen. Und hier wird verstärkt umgerüstet, Mietbauten, weg von der Fernwärme, abgekoppelt hin zu Dachzentralen, die dann hydraulisch das Objekt von oben erschließen. Also mit anderen Worten, die
Firma Viessmann, Bosch mit Buderus vor allen Dingen, ja, aber auch die Firma Weiland mit Kaskaden, auch italienische Anbieter, sind in Russland sehr erfolgreich, auch in diesem mittelgroßen Kesselbereich, 400 kW, 1 Megawatt und Ähnlichem. Natürlich alles auf Gasbasis. Das ist also schon seit einiger Zeit so. Darüber hinaus kommt ein Markt für kleine Heizsysteme, die berühmte Dacia, die eine enorme Bedeutung hat im Großraum Moskau, Speckgürtel und so weiter, wird in der Regel und sehr gerne mit deutscher Hightech ausgerüstet. Die Boykottsituation in der Russischen Föderation hat in 2014 fast keine Auswirkungen gehabt. Es sind keine Dual-Use-Produkte, wir sind also nicht betroffen. Darüber hinaus aber ist der Rubel natürlich verfallen und daher kämpfen wir zurzeit mit dem Preisniveau. Das heißt also, es wird sich in 2015 zeigen, wie die Marktlage sich entwickelt. Ich glaube nicht, nochmals nicht, dass die durchaus starken Konflikte zwischen EU und Russische Föderation das Problem sein werden, sondern eher der Rubel. Und natürlich auch das Thema der Bankenkrise in Russland mit extrem hohen Leitzinsen und damit natürlich auch nur geringen Möglichkeiten über Kreditfinanzierungen zu gehen. Ukraine, da sieht es natürlich übler aus. Die Ukraine ist für uns immer ein wichtiger Markt gewesen. Es gibt in der Ukraine eine bedeutende Messe, die wir mittragen, das ist die Aquaterm, die in Kiew stattfindet, jährlich. Sehr große Messe. Ich denke mal, die Gesamtsituation, die wirtschaftliche Situation der Ukraine bis hin zur Verunsicherung über die Gaslieferungen und Ähnlichem beeinträchtigt natürlich den Markt extrem. Das heißt also, dieser Markt ist kollabiert, auch für uns. Und man kann nur hoffen, dass eben auch diese Krise, die ja nun über unsere rein wirtschaftlichen Interessen deutlich hinausgeht und Gesamteuropa betrifft, irgendwo wieder ins normale Fahrwasser kommt, sodass dort der Markt wieder funktionieren kann. Ja, das benachbarte China, das war gerade ein bisschen lustig abgebildet. Das ist nämlich nicht China, das ist nur teilweise. Diese Karte ist nicht ganz korrekt, nehmen wir lieber die. China ist für unsere Industrie seit den 60er Jahren sehr wichtig, und zwar beginnend erst einmal mit dem großen Leistungsbereich, also Brennertechnologie und Großkessel, Großwasserraumkesseltechnologien. In der ersten Instanz war das vor allen Dingen im Osten Chinas, Großraum Beijing, Shanghai, dass man umgestellt hat, die durchaus sehr ineffiziente District Heating, die auf Kohlebasis läuft und auch gelaufen ist in der Zeit, auf Gas. Es wird also sehr stark ein Gasnetz verbreitet stattfinden in China. Der Osten ist schon gut erschlossen, aber es kommt eben auch von Westen aus Russland Gas demnächst verstärkt nach China. Der große Leistungsbereich ist nach wie vor sehr wichtig für unsere Industrie, aber seit gut 10 Jahren hat natürlich auch die Bildung des Mittelstandes, eines durchaus auch liquiden Mittelstandes, dazu geführt, dass enorm große Projekte über sogenannte Developer erschlossen wurden. Das heißt also, 1-2 Familienhaussiedlungen im Großraum Beijing, Shanghai, aber auch in Shenzhen und anderen Großstädten Chinas, die irgendwo eine Verbindung haben zum Gasnetz. Was hier passiert, ist ein bisschen parallel zur Russischen Föderation. Der Chinese und der chinesische Mittelständler, der jetzt ein Häuschen von einem Developer kauft, legt Wert darauf, made in Germany. Es ist irgendwie schon fast verrückt, aber Tatsache, das ist fast wie beim Auto. Es gibt also ein Image-Thema. Und daher ist dieser Markt extrem interessant. Wir rechnen, wir machen zurzeit oder bauen zurzeit eine Statistik auf über die wandhängenden Geräte in China. Wir gehen von einem Markt im Moment aus von 1,5 bis 1,8 Millionen Geräten und wir gehen davon aus, dass etwa ein Drittel aus deutscher Produktion stammt mit stark wachsender Tendenz. Es ist immerhin dann ein Markt von etwa 400.000-500.000 Geräten im höheren technischen, also im höheren Bereich,
übrigens auch teilweise schon Condensing bzw. Brennwerttechnik, aber auch noch Niedertemperatur, atmosphärische Kessel, aber wie gesagt, made in Germany. Das ist eine Dynamik, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel Bosch, Weiland, Fissmann, aber auch der Pumpenhersteller Wilo und andere bereits Produktionsstätten in den Großräumen Shanghai im Wesentlichen und Beijing unterhalten. Das heißt also, man exportiert es nicht nur nach China, sondern man produziert es vor Ort, teilweise auch mit unterschiedlichen technischen Ausstattungen. So, dieser Markt wird also an Bedeutung weiter gewinnen. Das Wachstum in China hat die Schwäche in Europa überkompensiert. Das ist auch der Grund unter anderem, dass wir ausweisen können eine relativ stabile Umsatzsituation dieser Industrie, also mit etwa 13 Milliarden. Und auch bei den Beschäftigtenzahlen sind wir nach wie vor bei etwa 70.000, die Hälfte in Deutschland, die Hälfte im Ausland. Hier ist nochmal gezeigt, das ist ganz interessant, die Entwicklung der Brennwerttechnik in den EU-Ländern. Sie sehen hier UK fast 100% aufgrund der Gesetzgebung, Frankreich 51%, aber Sie sollten auch da, das ist der jährliche Absatz, Sie sollten da aber auch sehen, dass in Frankreich, Italien und Spanien bis vor 6-7 Jahren kein einziges Brennwertgerät verkauft wurde. Und dass der Markt eben hier mittlerweile umdreht, natürlich auch wegen der Erkenntnis, dass Eco-ERP kommt, zwangsläufig kommt, 1:1 umgesetzt werden muss und daher der Zwang Richtung Brennwert längst besteht. Hier ist die Entwicklung Wärmepumpen, also elektrische Wärmepumpen. Sie sehen, dass der Absatz der Wärmepumpen in den Ländern unter 10% liegt, bis auf Ausnahme Österreich, das hat kräftig zugelegt. Und Schweiz bzw. Schweden, aber die großen Märkte liegen bei 9% und Südeuropa bei 1-2%. 9% ist allerdings nicht schlecht, wenn man die Marktgröße sich ansieht. Frankreich hat enorm wieder zugelegt im letzten Jahr, auch durch Subventionen der EDF, die eben auch den Stromabsatz über die Wärmepumpe stabil hochhalten möchte oder ausbauen möchte. Natürlich mit 58 Atomkraftwerken ein ganz anderer Energiemix im Wärmemarkt. Etwa 50% des Wärmemarktes in Frankreich ist Strom. In Deutschland stabil zwischen 8-10% und Schweden ist klassisch ein Wärmepumpenland. Hier wird also sehr, sehr stark auch die Luftwasser- bzw. auch die Solewasserwärmepumpe eingesetzt. Auch hier partizipiert die deutsche Industrie kräftig mit sagen wir mal, sehr wichtigen Herstellern wie solche Stiebel oder auch Bosch, Weiland, Fissmann. Es gibt aber eben auch hier skandinavische Hersteller. Wir haben zum Beispiel auch dann die Firma Niebe, die irisches Kapital ist. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, stehe Ihnen auch für Fragen sehr gerne zur Verfügung und verweise ansonsten aber auch auf unsere Webseite, die völlig neu gestaltet wurde, beziehungsweise auf die neue BDH-App, die Sie sich hinten an der Stele auch dann über das Lesegerät schnell runterladen können. Gerne stehe ich für Ihnen für Fragen zur Verfügung.